So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Hannes. Moin. Das ist der Ramses. Wir wollen wieder eine Maß kreieren. An diesem Maßtisch wird nicht gelogen. Ne? Wir haben gestern beim Einkauf im Teegut gesehen, da war ein ganzer Aufsteller noch von Gönnergy oder Gönnergy mit einem N. Hannes kannte das nicht. Hannes trinkt gerne Energy ohne Zucker. Darf er nicht, soll er nicht, will er nicht. Haben jetzt mit dem Hannes mal die Gönnergy getastet, ja? Richtig. Was dabei rausgekommen ist, habt ihr vielleicht im letzten Video gesehen. Und weil die Dosen jetzt alle auf sind, haben wir gedacht, wieso machst du denn nicht einfach mal eine Gönnergy Mars? Dafür hat uns der iScorpions wieder Maßkrüge geschickt. Vor allem, dass der das immer weiß, dass wir so spontan eine neue Maß machen wollen, dass der direkt eine schickt, die am gleichen Tag noch ankommt. Der hat die wahrscheinlich in Massen in Paletten schon zu Hause stehen, die er nur noch verschickt. Also die Gönnergy Maß, dank iScorp Jens, Grüße gehen raus. Grundlage einer Maß ist natürlich immer erstmal ein Bier. Dafür haben wir jetzt vom Geburtstag hier dieses Hasenhell. Hannes trinkt ja gerne helles Bier. Das ist Hasenhell, das hatte sich die Bianca gewünscht, die nicht da war. Deswegen machen wir das jetzt mal auf. Das klingt, naja, hier Hannes für dich. Da kommt der Geist aus der Flasche. Und dann können wir es direkt auch schon einfüllen. Ihr wisst, wir versuchen ja auch immer eine Drei-Komponenten-Maß zu machen. Grundlage Bier, ein halber Liter. Dann ist noch ein halber Liter frei für was anderes. Kennt ihr Hasenhell? Habt ihr das schon mal getrunken? Das sieht sehr herrlich aus, sehr goldig. Hasenhell ist eine untergärige helle Bierspezialität, erfrischend süffig und beliebt seit Generationen. Ein typisches Hasen, einfach, ehrlich, echt. Hasen Augsburg steht da auch drauf. So. Augsburger. Das sieht auf jeden Fall schön aus. Sie sind richtig kräftig von der Farbe her, richtig goldig. Das sieht gut aus. Dann braucht man natürlich den Namensgeber der Gönnergy Maß. Wir brauchen Gönnergy. Und dafür haben wir drei Dosen hier. Müssen jetzt schauen, dass man das so aufteilt, dass von jedem ungefähr die gleiche Menge da ist. Einmal so. Einmal so. Dann brauchen wir den Tropical Exotic, weil eben das war ja der Blueberry Coconut. Das ist jetzt auch ein bisschen heller geworden, weil wir haben ja eine leicht bläuliche Farbe eingefüllt. Jetzt kommt hier noch was Oranges dazu. So. Als letztes dann der Kuchen. Ja, genau. Ach Gott, ja, der Kuchen. Dritte Dose, First Edition Monde. Raspberry Cheesecake Geschmack Gönnergy Maß. Wir sagen es nochmal dazu, man muss es ja immer wieder betonen. So, oh, ist das blurrig. Guck dir das an. Weil dir das nicht geschmeckt hat, kriegst du davon den meisten Schluck. Aber die meiste Komponente haben wir jetzt hier. So, jetzt haben wir beide eigentlich voll. Jetzt haben wir Bier. Wir haben Gönnergy. Und um eine richtige, originale Drei-Komponenten-Maß zu werden, braucht man natürlich noch ein Topping. Und das haben wir in dieser Form. Das haben wir eigentlich fürs Muttertier gekauft, weil wir andere Maßkreationen machen wollten, wo sie mitmachen wollte. Jetzt wollte sie doch nicht mitmachen. Wir lassen sie dann lieber mal probieren bei uns. Ja. Wir haben jetzt leider nur einen, weil der fürs Muttertier ist. Das heißt, nicht jeder haut sich einen rein. Wir müssen diesen einen jetzt teilen. Das ist ein St. Hubertus-Tropfen Kräuterlikör mit dem deutschen Qualitätssiegel. 30% 0,1 Liter, da ist ein heiliger Gral, da ist ein Hirsch, da ist, ach, das sieht so herrlich aus, ja. Wenn ihr das seht, schreibt es mal in die Kommentare. Ich schnüffel jetzt mal hier rein. Riech mal. Cool. Das Muttertier sitzt nämlich auch da an der Ecke. Das muss jetzt aufgefüllt werden. So. So. Willst du den Rest trinken? Machen wir noch mal drauf. Ja, es fängt an zu regnen. Jetzt den Rest trinken, mal probieren. Ja, weil es Kräuterlikör ist. Hier, probier mal schnell, bevor das Ding ausgeht. Dein guter Gebirgskräuter. Mhm. Oh, jetzt habe ich Hunger. Jetzt zu Kloß mit Rehbraten. Das arme Hirschli, was da drauf ist. Guckt es euch an, das Hirschli. Sieht aber schön aus, muss ich sagen. Ein Darmhirblick. Das war's jetzt von unserer Seite aus. Fertig. Ja. Wir müssen ja noch die Maß. Ja. Wir haben sie ja nur eingeschenkt, wir müssen sie ja noch kreieren. Und das heißt, wir müssen die trinken. Jo. Prost, Hannes. Prost. Schöne Idee wieder mal mit der Gönnergy Maß. Und jetzt mal gucken, wie es schmeckt. Geile wahrscheinlich Idee. Nur noch nach Gebirgskräuter. Ja.
Ja, gebe ich dir recht, aber... Vom Bier merke ich nichts mehr. Nee. Von den Gebirgskräutern merke ich gerade auch nichts. Nur von dem... Obwohl der ja oben drauf liegt. Käsekuchen. Käsekuchen und Ding. Und Ding. Ich wollte es nicht sagen, ich wollte extra abwarten, weil ich dachte, wenn ich das jetzt sage, ne, vielleicht hat Hannes ja was anderes, aber... Du hast jetzt wirklich einfach nur noch einen Kuchengeschmack. Ja. Als würdest du einen Bierkuchen zu dir nehmen. Ja. Möchtest du mal probieren? Hier, du willst sowieso probieren, komm. Jetzt bist du einmal dabei. Jetzt kannst du auch probieren. Die Käsekuchenmaß. Die Kuchenmaß, genau. Die Gönnergy-Maß, aka Kuchenmaß. So muss es sein. Und denkt, hä, wieso habt ihr da ein Stück Kuchen rein oder was? Ja, da hier, das sieht das so aus, als würde. Schmeckt halt. Aber es riecht auch schon so nach. Ja. Riecht nach Kuchen, gell? Und wirkt es jetzt stark oder kräftig, brutal? Nee, es schmeckt. Es ist nicht stark, finde ich, oder? Nee, was aber. Haben die Leute gesagt? Gönnergy kannst du nicht trinken, außer du mischst es dir mit Wodka oder so. Genau. Da musst du Schnaps mit pushen und so. Ich hätte nicht gedacht, dass du. Und jetzt so haben wir es nicht mit Schnaps. Gepuncht sozusagen. Wir haben eine Biermaßkreation draus gemacht, die allen schmeckt, oder? Ja, oder findest du es schlimm? Nee, ich find's gar nicht schlimm. Ich find's eigentlich. Dieser komische, muffige Nachgeschmack bleibt gerade ein bisschen aus, weil die zwei anderen ja noch Süße reinbringen, aber das Bier und das Herbe, also das ist kombiniert sich auf jeden Fall sehr. Sehr gut. Ist ja gut. So, Hannes. Und als nächstes gibt es Tabasco-Maß. Tabasco-Maß. Aber wir werden das jetzt nicht auf X austrinken. Wir müssen uns Zeit lassen und deswegen, wir müssen nämlich heute noch zwei andere Maß testen. Oder drei. Mal gucken. Drei. Prost, das war's von meiner Seite aus. Probier das mal aus, wenn ihr noch Gönnergy bekommt. Probiert mal die Gönnergy-Maß und dann schauen wir uns das irgendwann wieder an. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses, euer Hannes, euer Muttertier. Macht es gut. Ciao. Doch, hätte ich gedacht, doch, das kann man trinken, nicht schmeckt. Also ist das Gönnergy im Prinzip eigentlich nur für Mischgetränke, für Cocktails. Ja, dann kannst du es nehmen wahrscheinlich, ja.